Oh my God, it's a Wurfing. Guter Dupsi Mus, Dupsi Mus, Dupsi Mus, Dupsi Mus, Dupsi Mus, Dupsi Mus, Dupsi. Ich schneide das am Anfang des Parts rein. Die Leute, die mich noch nie gehört haben, denken auch, ich bin behindert. Also ich bin wahrscheinlich sowieso behindert, ne, so wie ich spiele, aber hey. Dupsi Mus hat sich entwickelt. Slow Bro, Bros. Bis dahin. Bis gleich. Oh Gott, again. Lulisia. 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 Schneller, schneller, schneller. Au. Happy Birthday. Woo. Woo. Yay. Alles klar. Bis gleich. Da sind wir wieder. Und nun endlich. Hallo und WB und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pokémon Glaze. Nuzlocke Challenge. Deswegen habe ich auch immer so eine große Arbeit. Ah, ja. Endlich alle auf Levelstand. Lunisa, warum die noch nicht entwickelt ist, das ist ganz einfach. Weil ich dafür schon wieder einen Trade-Stein opfer. Weil ich hätte gerne, anstatt 5 Schwächen, nur 2. Und zwar Pflanze und Wasser, anstatt Pflanze, Wasser, Psycho, Fee und Unlicht, ist mir ein bisschen zu viel. Deswegen, Lunisa, entwickel dich. What? Lunisa is evolving. Wer braucht schon Quappo? Wenn er Quaxo haben kann, Leute. Und ich hoffe. Ich zeige euch jetzt auch mal die Attacken und Stuff. Body Slam, Belly Drum, Ice Punch, Rain Dance. Ist nicht das Change Water into HP is geil. Ist nicht das, was jetzt so der Hammer ist. Wert 167, 138. Special Attack ist höher. Auf einmal. Das ist natürlich scheiße. Ist egal, 138 ist ein guter Wert für Ice Punch. Belly Drum maxt meine Attack Stats. Dafür habe ich halt immer noch die Hälfte des HPs. Ist gefährlich in der Nuzlocke Challenge. Weiß ich nicht, ob ich einsetzen soll. Und sonst hat es einfach nichts Gutes. Ich werde wahrscheinlich noch Surfer beibringen müssen irgendeinem, weil wir brauchen Wasserattacken. Nichts verändert. Nichts verändert. Nichts verändert. Der hat auch ein scheiß Moveset, muss man dazu sagen. Spazi hat echt nichts Gutes. Dupsi Moose. Der Gute, die Gute. Mit Yawn, Amnesia, Ice Punch und Psychic. Ice Punch auch wieder deswegen gewählt. Ich habe keine Ahnung, wieso ich Ice Punch gewählt habe, weil der Unterschied ist auch nicht so groß. Und es ist gratis. Anstatt, wenn ich mir jetzt Eisstrahl überlege, die ganze Zeit einsetzen zu müssen. Ja, Psychokinese Standard. Ja, und um die Leute einzuschläfern. Und Amnesie. Ja. Bisschen Spezialverteidigung schadet nie. Brain Farts. Sunny Day, Thunderbolt, Flamethrower, Eruption. Flamethrower wird wahrscheinlich noch gegen irgendwas anderes ersetzt. Sunny Day könnte ich mir auch noch vorstellen, dass es noch irgendwas anderes ersetzt wird. Aber vorerst soll es das gewesen sein. Und jetzt wieder zurück zu unserem Märtyrern. Hoffen wir einfach mal, dass wir nicht zu schnell sterben. Achso. Bin ich jetzt hier falsch, oder was? Wieso fragt er mich, ob er mich rüberfliegen soll, wenn das dann nichts nützt? Mal guck mal, hier haben wir 3 Leute zum Besiegen und ich hoffe, wir überleben eins. I'm the toughest trainer here, aside from Ricky. Ja, dann hau doch mal raus. Wie sieht's denn mit Ice Punch aus? Yo! Toughest trainer, wo er? Toughest Lacker! Wenn ich das schon wieder sehe, ne? Ich kotze. Schlechte Wahl ist ein Psycho-Pokémon. Sollte jetzt nicht unbedingt
Ja, genau. Das wäre nämlich jetzt schon wieder der Tod gewesen. Erstmal wieder high. Full Restore. Mit einem Crunch, ne? Hyper Voice. Wunderbar. Kannst auch nicht viel machen. Wer ist mit einem Stahlflügel in dein Gesicht? Ja, lohnt sich nicht. Lohnt sich gar nicht. Hyper Voice hätte ich auch gerne beigebracht. Okay, Air Cutter. Auch nicht so wirklich. Ah, Metal Sound kann ich einsetzen. Sein Spezialdefensiv runter machen. Hyper Voice müsste eigentlich Lunisa standhalten. Ja, guck mal, es hat fast nichts abgezogen. Und Eisbahn. Dieses Crunch die ganze Zeit. Und dann auch noch nicht mal, ne? Ey, das wird echt katastrophal, Leute. Das wird echt katastrophal. Level 77 für Brainfarts. Toll, Brainfarts. Mm. Da kommt wieder Hydreigon. Setzt wieder Skarmory ein. Setzt wieder Full Restore Lunisa ein. Setzt wieder Lunisa ein. Und macht wieder Ice Punch. Ich habe auch das Gefühl, dass das von Mal zu Mal weniger abzieht. Ich habe meine Mumu Milk wieder. Ah ja, ich hatte ja wieder alles neu und auf dem folgenden Kampf brauchte ich nicht mehr so viel. Wenn das ein Crit gewesen wäre, wäre ich schon wieder... Das ist doch nicht wahr! Hier habe ich eine andere Idee. Spatzi überlebt das, egal was er einsetzt. Vor allem Hyperboys, zweimal hintereinander. War aber auch schon wieder knapp. Nee, ich wollte doch nicht rüber. Der hat ein shiny Dingens hier, Kirchen. Shiny. Libeldra. Ich liebe doch Libeldra. Ja, Full Restore geht langsam mit seinem Ende voll. Mal wieder. Ja. Will die anderen Trainer noch in Anführungszeichen besiegen. Denn, vom Besiegen kannst du das nicht reden, wenn ich die ganze Zeit heilen muss wie ein Blöder. Ja, das ist doch mal was. Yo! Das ist doch mal was! Mit einer Attacke fast komplett tot. Wir haben wenigstens keinen Biss oder so. Doch, kann er auch. Das ist ein fucking... Was mach ich eigentlich? Dragon Dance, no! Nicht Dragon Dancen! Nicht Dragon Dancen, verdammt! Ich bin gefickt. Ich hol den jetzt raus, der greift an, ich bin tot. Okay. Dann machen wir es doch wieder so. Stahlflügel. Geil, setz halt Schaufler ein. Ich lasse den jetzt auch draußen. Da kommt nämlich noch eins. Und das ist gerade nicht strong. Da haben wir ein Glück, dass Spatzi einfach den nötigen Biss mitbringt. Weil ein Stahl-Pokémon ist nicht so einfach klein zu kriegen ohne Feuerattacken. Oder Kampfattacken. Oder anderen Attacken, die sehr effektiv gegen Stahl sind. Ne? So, einmal voll machen, bitte. I enjoy our gym. Klar. Macht mir echt Spaß, gegen euch Hexer zu spielen. Cool, Agility. Flügelschlag macht auch kaum Schaden, Leute. Kaum. Und einmal draufhauen. No! God damn it! Outrage! Ich rage gleich! Was ist denn das für ein Verschleiß an Pokémon in dieser Arena? Verdammt!
Nochmal. Und nochmal. Flügelschlag hat jetzt nicht so viel abgezogen. Nein, ich will nicht, dass du mich irgendwo hinfliegst. Arschloch. Ja, flieg mich weg. Ich brauch alles, was ich kriegen kann. God damn it. Nicht releasen. Ablegen. Nein. Mitnehmen. Flairbus vielleicht. Flairbus. Ich weiß, dass das nicht der Flairbus ist. Also der Flair. Flair anders geschrieben wird. Für die, die jetzt wieder denken, ich hätte einen Rechtschreibfehler gemacht. Ich wollte, dass der Flairbus heißt. Was ist das eigentlich nochmal für ein Typ, der gute Wasabi? Nee, Steinkäfer machen wir, wenn Ikör tot ist. Nehmen wir Wasabi mit. Ja, typisch Wasser. Splash, Tackle und Fail. Nehmen wir trotzdem mit. Kriegt trotzdem Dingens hier. Item take. Item give. God damn it! Would you like to switch to items? Und da ist auch noch mein Handy! Oh, what the fuck! Nintendo Network! Irgend so eine Scheiße. Ja, hab ich jetzt nachgeguckt. Habt ihr nun davon? Wenn ständig meine Pokémon sterben. Would you like to switch to items? Yes! Will ich! Selbst nicht gefragt! Mensch! Kann doch nicht sein, dass die so. Bestimmt alle EV trainiert, im Gegensatz zu meinen, die dann rumdörpen mit irgendwelchen Werten. Flairbus, Level 30 wenigstens. Und wie schnell ist dem jetzt Eisstrahl beigebracht, um den noch aufs Maul zu geben? Vielleicht kann er Dragon Claw erlernen, was ich nicht glaube. Eine Dragon Claw wäre echt nützlich. Irgendwer muss noch eine Dragon Claw erlernen können. Ja, wenn das so weitergeht, haben wir bald keine Pokémon mehr. Er ist gegen er hat zwar die Eisattacke, ist aber gegen Drachen-Pokémon hilflos. Weil die fucking Knöcher können. Ist ja nicht so, als wäre das super effektiv und die machen auch so schon genug Schaden mit dem Knöcher. Theoretisch brauche ich da gar nicht mit dem einzugehen mit Dupsimus. Das ist so, als würde ich Dupsimus sowieso weghaben wollen. Flairbus ist erst Level 30. Und Raises Speed in Rain. Und hat sonst keine guten Werte. Surfer haben wir auch nicht. Das reicht. Surfer beibringen. Geht ja nicht anders. Ja, auf ihn. Scheiß auf Amnesia, ey. Nützt mir auch nichts, wenn die zu beißen. Am liebsten würde ich auch noch Dingens beibringen, ey. Weißt du, sie gehen jetzt trotzdem da rein. Wenn wir jetzt noch ein Pokémon verlieren, ne? Scheiß drauf. Ich habe ja sonst nichts zu tun, außer Videos zu editieren. Ich bin doch nicht aggro. Ach, guck mal. Ich will aber da jetzt nicht hin. Ich kämpfe doch jetzt nicht gegen den Arena-Leiter. Hier will ich doch nicht kämpfen. Ich will jetzt gegen den Typen da oben kämpfen. Mit noch abgefuckteren Pokémon. They wouldn't let the ferry people over the chasm, so I have to contain myself with lurking here. Mit dem scheiß Draguran, Ice Punch ins Gesicht. Outrage. Rage out, ey. Ice Punch. Nochmal ein Ice Punch. Bam. Dupsi Moose. Dupsi Moose. Bam, 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 bam. Got you. Ist mir egal. Ice Punch. Doppel. Vierfach Schwäche. One hit. Nicht mal One-Hit! Das ist eine fucking Vierfachschwäche! Flairbus 31! Dragon! Wir haben alle drei! Abfahrkanister! Ja, Ikör! Baller ihn weg mit einem ordentlichen Brick-Brick! Ikör! Hat zugeschlagen! So läuft das hier, ey!
wenn sie Drach-Pokémon haben mit Doppelschwäche, gehe ich jetzt einfach auf die andere Schwäche? Hätte vielleicht mal von Anfang an machen sollen. So. Dann fordern wir ihn halt doch heraus. Schlimmstenfalls darf ich in der nächsten Folge 6 Pokémon trainieren. Wäre das nicht schön? 6 Stück? Nee, erstmal Hundemilch, das reicht vollkommen. Ja, einmal zurückfliegen, bitte. Und du fliegst mich jetzt zum Boss. So. Einmal Screenshot, bitte. Hi, little kid, thanks on the mighty of dragons. What a foolish nation you want. This 5 minutes in the battle with me. Wenn er weiter so arrogant ist, ne, klaue ich dem sein Pokémon, was er in seinem Zimmer liegen hat. Ja, mache ich. Habe ich kein Problem mit. I challenge you, come to form a dragon types. It's really not your fault. I've seen many kids come through here, and I've beaten them soundly. The proof stands, the dragons are simply unbeatable. If you need further proof, turn your attention to our battle now. Der ist verrückt. Yo, der und sein Shiny, der denkt auch, der wäre cool, der Leader. Salamange. Ice Punch. Nochmal Ice Punch. Der kann mich nicht töten. Nummer 1 down. Ich lese jetzt. Oh, Leute, tut mir leid. Schon wieder. 32 für Flairbust. Schön Flairbust. Hast auch nichts von. Charizard. Genau den habe ich erwartet. Deswegen auch. Surfer. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das wird ein Solarstrahl. Das wird ein fucking Solarstrahl. Das wird ein fucking Solarstrahl. Ich brauche ein Pokémon, was einen Solarstrahl absorbieren kann. Pflanzenattacke. Pflanzenattacke auf ein Feuer-Pokémon dürfte eigentlich nichts ausrichten. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Wir spielen unsere Karten gut. Währenddessen heile ich unseren Dingens wieder hoch. Wir machen das bei 88 Punkten. Lol. War klar. Arschloch. Dupsi muss raus. Wieder Solarstrahl. Habe ich kein Problem mit. Wechsel ich wieder auf Dingens. Weißt du was? Charizard ist Feuerflug. Ich hoffe, dir gefällt das. Mir tut es ja sehr. Arschloch. Ja, erstmal nur mal heilen, ne? Ah, Flygon. Hallo. Was mache ich denn gegen Flygon? Doppelschwäche Eis. Erdbeben überlebe ich locker. Das war klar. Erdbeben überlebe ich nochmal locker. Eisstrahl. Ja, knapp, ne? Knapp. Erstmal Full Restore. Arschloch. Deine Schergen haben mir mehr Schaden zugefügt als du. Davon mal abgesehen, ein kritisches Erdbeben würde mich wieder töten. Hoffen wir einfach mal drauf, dass es kein kritisches Erdbeben wird, sonst raste ich nämlich vielleicht aus. Nein, war kein kritisches Erdbeben. Danke. Bin ich zufrieden mit. Kann ich mit leben. Und sein Shiny Flygon ist tot. 79 Dupsi Moves. Und da ist Glurak wieder. Wollen wir mal gegen Glurak den anders raussetzen? Außer Brain Farts? Nee. Weil eigentlich Dupsi Moves draußen bleiben muss. Aber der dann wieder Solarstrahl einsetzt. Aber dann kann ich diese Runde nutzen, um Full Restore. Da ist er wieder, der Solarstrahl.
kommen wieder Brainfarts raus. Also diesmal verliere ich bestimmt kein Pokémon. Wie du willst. Tut mir echt leid für dich, Durak. Tut mir echt leid. Aber du bist tot. 3 Pokémon to go. Komm schon, wie wär's mit Hydreigon? Na, komm. Hoxaros. Hatten wir doch selber mal. Meine ich wäre nur Drache. Nur Drache ist kritisch. Da musst du Psimoops mit Eis entgegenkommen. Strangler. Critical Hit! Wow! Gut, dass es mich nicht getötet hat. Sonst würde ich wieder leicht ausrasten. Und Eisstrahl zieht fast nichts ab. Warum auch? Eispunch. Ja, ich... Okay, Schwertanz, das ist gefährlich. Jetzt muss ich überlegen, ob es mir das wert ist. Ich kann heilen. Kann riskieren, dass er mich mit der nächsten Claw tötet. Ich kann aber auch mit einer Eisattacke angreifen und hoffen, dass ich es überlebe. Weil Eisschwerttanz reicht, um mein ganzes Team zu sweepen. Sein Angriff ist jetzt deutlich höher als alles andere von mir. Ach, er setzt wohl Restore ein. Dieser Hurensohn. Ja, das war klar. Es musste ja so kommen. Full Restore Buster. Er hat einen Dragon Dance gemacht. Er kann mein ganzes Team auseinandernehmen, außer Spazi. Es sei denn, er hat eine Feuerattacke. Okay. Okay, 3. Das hat er nun davon. Dupsi Mups, ich mochte dich. Werd ich doch direkt Spazi eingesetzt. Spazi. Dragoran macht Brainfarts mit Elektroattacken. Outrage. 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 What the fuck? Ja. Outrage sweept jetzt mein ganzes Team, oder was? Ah. Gerade eben habe ich noch angegeben. Wir haben nur noch 3 Pokémon. Ich kann nur hoffen, dass Spazi sein Versprechen hält. Ja. Spazi, auf Spazi kann ich mich verlassen. Der ist unser... Nein! Wieso kann das Ding Flammenwurf? Goddammit! Ich will nicht verlieren. Der Ekelkör ist jetzt nutzlos. Es kann wahrscheinlich auch Eisattacken. Weil warum nicht? Outrage wieder, ne? Outrage. Mhm. Hälfte. Ist okay. Erstmal Full Restore. God damn it. Critical Outrage wird... Der ist wieder fast voll. Setz doch den ganzen Tag Outrage ein. Und verletz dich nicht mal selber. Ja, geht doch. Nicht leichter. Nochmal zu Attack. Ja, ich habe jetzt schon meinen Plan. Das ist jetzt mein zweiter Schwerttanz. Und mein zweiter Schwerttanz sollte eigentlich genügen, um das Dragoran auf Hälfte runterzuschlagen mit einer... Wenn er denn jetzt mal aufhört, Outrage einzusetzen. Dein fucking Ernst! Dein fucking Ernst! Mach halt Crit! Mach halt Crit! Ich
ich sag dazu jetzt auch nichts mehr. Ich hab dem nicht mal Attacken beigebracht. Hätte ich ihm doch Eisstrahl beigebracht. Vielleicht hätte ein 33er einen Dragoran zerstört. Ah, der kann auch Donnerblitzen. Ist ein Drachen-Pokémon. Die können sowas. God damn it. Ja, Leute. Wir haben unser komplettes Team verloren. Gut, dass ich Boxclaws spiele. Dass ich jetzt alle ablegen darf. Und danach alle hochleveln darf. Erstmal Items. Erstmal Rage. Dupsimus, guter Kerl. Ekekör, Respekt an dich. Du hast lange ausgehalten. Aber hey, wir klauen jetzt dem Typen sein Pokémon. Wir klauen, also in dieser Folge klauen wir noch dem Typen sein Pokémon. Mitnehmen. Wir nehmen schon mal, weil ich angekündigt habe, dass wir den mitnehmen. Erstmal nochmal ablegen. Sehe ich gar nicht mehr ein. Scheiß drauf, ob nett oder nicht. Ich klaue dem jetzt sein Pokémon. Nee, hat er verdient. Gib her. Looks like a Ricky Pokéball. Ja! Hunchcrow! Give a nickname to the newly stolen Hunchcrow. Ja. Ist weiblich. Wie nennen wir es denn? Wie nenne ich es denn? Das auch immer weiblich sein müssen. Leute, zwar brauche ich Zeit, um mir zu überlegen, wie ich es nenne. Ich gucke mich gerade in meinem Zimmer um, irgendwas Weibliches zu finden. Verdummt. Ja, komm, das ist zwar nicht weiblich, aber das ist eigentlich recht gut. Back. Erstmal so N. Nirvana. Die Band, ne, für die, die es nicht wissen. Hatte hier ein Poster und dachte mir so, okay. Welches Level? 50! Geil! Hab ich absolut. Ja, hat er verdient. Hat er verdient, dass ich ihm das klau. Vielleicht hat er auch noch extra Dialog dazu, wenn ich es gegen ihn einsetze. Zurecht. Wird auf jeden Fall gelevelt. Ja, ich stehe doch auf halbe Stunde Parts, ne? Weil das wird wieder einer. Auch nicht zuletzt, weil wir jetzt schon wieder Pokémon aussuchen müssen. Mitnehmen. So. Wir haben momentan erstmal Move Pokémon, ja? So, wir haben momentan. Nee, Mensch! Summary, so. Dark Flug und Käfer Gestein. Wir brauchen Wasser-Pokémon. Du bist übrigens tot. Vielleicht wusstest du es noch nicht, aber du bist gestorben mit deinen Brüdern hier. Mit deinen guten Brüdern und mit den Brüdern. Und mit den Brüdern. Dieses Spiel ist so unmenschlich. Ja, Wasser-Pokémon haben wir nur noch zwei. Drei. Dann wird es wohl Chris Blue Z sein, den wir mitnehmen. Weiß nicht, ob ich diese Muschel mitnehmen will. Eigentlich nicht. Nehmen wir mit. Obwohl. Blaze. Wir nehmen Meryl mit. Ich meine, Meryl wäre
Oh mein Gott, ich hätte mir diesen ganzen Scheiß ersparen können. Outrage hat keine Wirkung auf Meryl. So, den nehmen wir mit. Du bist Geschichte. Hätte ich bloß Meryl mitgenommen, dann hätte ich alle meine Pokémon damit schützen können. So, Meryl ist dabei. Weißes fucking Fee-Typ. Nocker. Giftpflanze? Haben wir noch nicht viel von. Warum nicht? Unser Team wird ganz schön exotisch. Feuer-Pokémon brauchen wir. Ja, Punita, ne? Hab sonst nicht so viele Feuer-Pokémon zur Auswahl. Boah, ist das ein komisches Team. Porn Rita, Kevin Klein, Wuzzle Ixe, Nirvana und Wasabi klein geschrieben. Warum? Und einen noch. Und wen? Kampfunlicht vielleicht? Eigentlich welche ausgebadet? Quaniqua? Noch so ein Idioten-Großteam? Sehe ich schon wieder nicht ein. Weil Lispirit war schon scheiße. Oder nehmen wir vielleicht doch mal ein Elektro-Pokémon mit? Wie wär's mit Pikachu? Mit dem Halstuch? Oder Stromzader? Oder belastend? Oder ein Eis-Pokémon? Oder keine Ahnung? Was haben wir denn hier noch? Die können alle gleich rüber. Tanks Ali bestimmt nicht. Leute, ich weiß es nicht. Ja, eigentlich. Das ist nur Kampf, oder? Ja, nur Kampf ist nicht so. Lieber Kampf und Licht, wenn schon. Aber wieder kein Elektro-Pokémon. Theoretisch müssten wir eigentlich Pikachu mitnehmen. Ja, komm. Hat aber keinen Namen, ist doch doof. Was meinst? Kann ich das benennen? Steht nur T. Oh, T ist hier. Meins könnte ich eigentlich benennen. Wir haben ja auch noch der Bitch Klos. Oh, der geht schneller zu Level. Na, ist ja jetzt halt Pikachu. Das ist unser neues Team, Leute. Was uns erwarten wird, ich weiß es nicht. Freut mich auf jeden Fall, dass wir alle unsere Pokémon verloren haben. Ich sortiere jetzt gleich meine Box. Geh dann trainieren. Ich gehe wahrscheinlich EV trainieren, weil es reicht. Aber ich kann mir nicht vorstellen, selbst wenn ich EV trainiere, also bei diesen einen, da level ich extrem langsam dann. Aber hey, wir sehen uns, Leute, wir sehen uns. Bis dahin. Wer länger raged, bleibt früher jung. Gute Nacht.